Ja, also eigentlich geht sie ja erst am 8. Oktober los, die Beta von Star Wars Battlefront. Wir haben jedoch schon vorab reinspielen dürfen und beantworten die wichtigsten Fragen. Wie arcadisch spielt sich Battlefront? Wie viel Battlefield steckt im Star Wars Shooter? Und woran muss Entwickler DICE bis zum Release noch arbeiten? Eine Entwarnung können wir vorab schon mal geben. Auch ohne Weltraumschlachten ist die Star Wars Atmosphäre im neuen Battlefront einfach unerreicht. Das liegt nicht nur an den liebevoll nachgebauten Fahrzeugen und Cockpits, sondern auch an der grandiosen Soundkulisse mit Original-Blaster-Geräuschen. 3 Modi und Maps beinhaltet die Beta. Auf Tatooine kämpft ihr alleine oder zu zweit gegen KI-Gegner im Survival-Modus. Eine Splitscreen-Option gibt es dabei nur auf PS4 und Xbox One. Dann ist da noch Sullust, eine Vulkanwelt aus dem neuen Film The Force Awakens. Hier wird Drop Zone gespielt, ein Infanteriemodus für bis zu 16 Spieler. Rebellen und Sturmtruppen versuchen hier, eine Rettungskapsel zu erobern und eine Minute lang zu verteidigen. Hat ein Team gepunktet, taucht anderswo eine neue Rettungskapsel auf. Die Partien sind nach 10 Minuten vorbei, das Tempo ist hoch. Fahrzeuge oder Helden gibt es in Drop Zone keine. Dadurch eignet sich der Modus bestens zum Einstieg und um ein Gefühl für die Blasterwaffen zu bekommen. Für unseren Geschmack wirkt Drop Zone auf Dauer aber etwas zu dürr. Das Ganze erinnert mehr an ein futuristisches Call of Duty als an epische Star Wars Schlachten. Die volle Ladung Sternenkrieg gibt es zum Glück im dritten und letzten Modus der Beta, Walker Assault. Der spielt sich ähnlich wie Rush aus Battlefield Bad Company 2. Das Imperium arbeitet sich im Schatten zweier automatisch vorrückender Walker in Richtung Schildgenerator vor. Die Rebellen müssen derweil Außenposten verteidigen, um die AT-ATs verletzlich gegenüber Blasterfeuer zu machen. Überlebt einer der Walker, bedeutet das Game Over für die Rebellen. Auf Seite der Rebellen erfordert dieser Modus eine gehörige Portion an Teamwork. Die Stationen müssen eingenommen und anschließend eine volle Minute lang beschützt werden. Anschließend werden die AT-ATs von Y-Wings angegriffen. Jetzt müssen alle Rebellen gleichzeitig auf die verletzlichen Walker feuern, um ihre Lebensenergie zu senken. Ohne Unterstützung durch Raumschiffe ist das ein langsamer, zäher Prozess. Das Imperium hat bisher noch einen unfairen Vorteil. Der kleine AT-ST schlägt breite Breschen in die Abwehrlinien und lässt sich kaum aufhalten. Sein Granatwerfer hat besonders verheerende Auswirkungen und lädt sehr schnell nach. Da darf DICE gern noch nachbessern. Spezielle Munition und Ionengranaten helfen gegen Fahrzeuge. Dennoch haben wir als Rebell unsere liebe Mühe, nicht von den AT-STs überrannt zu werden. Die Abwehrtürme sind bislang auch keine große Hilfe, müssen sie doch händisch bedient werden, ohne allzu großen Schaden anzurichten. Ganz fies, die Imperialen können die Türme ebenfalls verwenden und nutzen sie im späteren Spielverlauf für fiese Sniper-Attacken. Hier muss DICE dringend nachbessern und etwa die Türme nur Verteidigern zugänglich machen. Apropos Sniper, in der Beta von Star Wars Battlefront wird Blasterfeuer oft über große Distanzen ausgetauscht. 3 der bislang 4 enthaltenen Schießeisen besitzen von Haus aus ein Zielfernrohr. Die Präzision der Knarren leidet unter diesen großen Entfernungen kaum, was sich seltsam anfühlt. Für viel Laune sorgen dagegen die Power-Ups. Ähnlich wie in einem Arena-Shooter der frühen 2000er Jahre sammeln wir Marken ein, die uns Zugriff auf Spezialwaffen oder Vehikel geben. Der clevere Einsatz von Gadgets wie Schilden und stationären Geschützen fügt den Gefechten eine Prise Taktik hinzu, besonders wenn man im Team arbeitet. Allerdings, abseits eines Partners, bei dem ihr auf Wunsch respawnt, gibt es keine Squad-Mechaniken in Battlefront. Teamplay wird zwar belohnt, aber kaum aktiv gefördert.
Spätestens, wenn ihr eins der zufällig verteilten Helden-Power-Ups findet, wird klar, was DICE für ein Spiel entwickeln will. Die ultimative Star-Wars-Fantasie, bei der ihr in die Haut der Filmakteure schlüpfen könnt. Kein anspruchsvoller Team-Shooter mit ultrakomplexen Mechaniken. Als Held ist man nicht unverwundbar, gerade Fahrzeuge machen schnell kurzen Prozess mit Luke Skywalker und Darth Vader. Wer sich klug verhält, metzelt mit dem Lichtschwert aber so einige Infanteristen nieder, bevor die Zeit abläuft. Das Gunplay von Star Wars Battlefront ist recht simpel. Rückstoß ist minimal und die Unterschiede zwischen Blasterpistole und schwerem Maschinengewehr sind in der Beta gering. Nachladen müsst ihr übrigens nicht, wer zu lange schießt, dessen Waffe braucht aber eine Abkühlung. Knifflig, Sekundärwaffen gibt es keine. Ihr seid während der Überhitzung also auf eventuell aufgesammelte Power-Ups, einen Nahkampfangriff und die bis zu 3 Spezialfähigkeiten eures Charakters beschränkt. All das sorgt dafür, dass sich Battlefront wie ein Arcade-Shooter spielt. Unkompliziert und unterhaltsam zwar, aber auf Dauer vielleicht zu seicht. Mit Battlefield 4 hat das Ganze übrigens nur wenig zu tun, das Spielgefühl ist deutlich anders. Ob's auch besser ist, das lässt sich anhand der eingeschränkten Beta-Version noch nicht final sagen. Was aber schon jetzt klar ist, für Solo-Fans taugt Star Wars Battlefront nur bedingt. Der Missionsmodus erlaubt zwar Einzelspielergefechte gegen KI-Soldaten, und offenbar gibt's im fertigen Spiel sogar eine Möglichkeit, große Schlachten mit Bot-Beteiligung zu schlagen. Doch um die künstliche Intelligenz der Widersacher ist es schlecht bestellt, und Story-Elemente gibt's nur ganz rudimentär als kleine Videoeinspieler mit Admiral Akbar und Co. Star Wars Battlefront ist nun mal ein Mehrspielershooter und allen Vorzeichen nach ein sehr guter. Nur wie es mit der Langzeitmotivation aussieht, das lässt sich noch nicht sagen. Das Levelsystem beinhaltet auf jeden Fall eine Menge Freischaltungen. Gesammelte Erfahrungspunkte resultieren in Stufenaufstiegen, außerdem gibt's Credits. Die Währung investiert ihr in den Kauf neuer Ausrüstung, die sich in Blaster und sogenannte Starcards unterteilt. Das können Gadgets wie Granaten und einmal Scharfschützengewehre sein, aber auch Spezialfähigkeiten wie ein Ionenschuss. Bis zu 3 Karten dürft ihr mit in die Schlacht nehmen, klassenspezifische Skills gibt es übrigens keine. Im fertigen Spiel dürft ihr auch das Aussehen eurer Figur anpassen, Waffen-Customizing gibt es aber nicht. Die Beta von Star Wars Battlefront unterstreicht noch einmal, was für ein Spiel DICE entwickelt. Es ist der wahrgewordene Traum für Star Wars Fans, eine Möglichkeit, tiefer als je zuvor in die Filmwelt einzutauchen. Die Zielgruppe ist der Massenmarkt, das Spielgefühl dementsprechend unkompliziert und arcadig. Wer einen komplexen Mehrspielershooter mit steiler Skill-Kurve erwartet, wird womöglich enttäuscht. Seid ihr aber nur auf eine launige Feierabendballerei vor grandioser Kulisse aus, dürfte Star Wars Battlefront genau das Richtige für euch sein. Wer sich noch unschlüssig ist, kann ab dem 8. Oktober selber Probe spielen. Dann beginnt der offene Beta-Test auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Viel Spaß dabei! Targeting systems locked in.